shake it down. Moin Jungs und Mädels, grüßt euch, da bin ich wieder. Und ich möchte in diesem Video euch zeigen, wie ihr mit der Crew-Lackierung oder mit der Crew-Farbe richtig geile Lackierung fürs Auto bekommt. Und da habe ich mir jetzt nicht irgendwelche Farben überlegt, die eh schon jeder hat, oder Neongelb, Neongrün, Neonblau und Neon, sondern einfach mal in eine ganz andere Richtung, wo ich wirklich bei fast keinem in GTA Online überhaupt gesehen habe. Und das sind so die pastellfarbene Töne. Dazu müsst ihr halt so ein bisschen Perleffekt noch draufhauen, damit es noch geiler aussieht. Und da habe ich mir jetzt einfach mal 5 Farben rausgesucht, die mir persönlich am besten gefallen. Und ich habe natürlich mich nicht lumpen lassen und richtig schön was fürs Auge gemacht. Und ich habe mir eine ganze Garage voller T20s gestellt, damit es richtig schön einheitlich aussieht, damit es einfach ein Genuss für die Augen sind. Und wenn ihr euch aber fragt, hey Zeddy, sag mal, wo hast du schon so viel Geld hier, dass du dir 10 T20s in deine Garage stellen kannst? Dann sage ich euch, unten in der Videobeschreibung ganz oben ist ein Link zu einem Video, wie ich erkläre, wie ihr solo richtig viel Geld machen könnt. Und wenn ihr diese Methode anwendet, dann werdet ihr genauso scheiße stinkreich wie ich. Das hat jetzt nichts mit dem Modded-Account zu tun. Nee, hat's nicht. Hat's nicht, gell? Ja, nee, hat's nicht. Das, sondern weil ich Missionen spiele und auf die richtige Art. Aber wie das geht, müsst ihr natürlich das Video unten in der Videobeschreibung anklicken, anschauen, liken, kommentieren, teilen mit euren Freunden und allen Leuten, die auch gar kein GTA spielen und gar keinen YouTube-Account haben, sondern die sollen alle liken und Backflips machen, falls es denen nicht gefällt. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt die 5 Paintjobs. Und ich habe es einmal ganz normal gemacht und einmal noch mit der Chromlackierung, weil manchmal sehen die Crewfarben auf der Chromlackierung so übertrieben fett aus. Also man unterschätzt es mit dem Chrom manchmal. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach so die normale Farbe und einmal den Chrom. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich jedes einzelne Auto lackiere. Also ich werde es jetzt nicht übertreiben von der Länge her. Ich gucke, dass es relativ kurz gehalten wird. Und werde euch dann jedes Mal den Hexcode, den ihr im Social Club als Crewleader oder in Führungspositionen in eurer Crew, den Hexcode so ändern könnt, dass ihr auch die Farbe habt. Und dann könnt ihr eure Autos so lackieren, wie ich das jetzt habe. Und das war's eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder wird euch gefallen. Wenn es nicht so ist, dann müsst ihr unbedingt den Like-Button betätigen, damit ich weiß, dass ihr solche Videos öfters sehen wollt. Wenn es euch gefällt, dann müsst ihr zweimal den Like-Button drücken. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, müsst ihr mich unbedingt abonnieren, weil es ist ja kostenlos, ne? Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gar nicht gefällt und ihr wollt das alles nicht machen, was ich euch gerade gesagt habe, dann müsst ihr einen Backflip machen. Das tut mir wirklich leid, aber Jungs, ihr kommt nicht dran vorbei. Und checkt auf jeden Fall mal Lüche Nummer 1 aus, weil der hat mir diesen Account gemacht. Also falls ihr Interesse habt, also falls ihr ein Showcase von diesem Modded-Account haben möchtet, dann schreibt es unten in die Videokommentare und dann zeige ich euch, was ich alles habe und was der Lüche Nummer 1 so alles kann. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ihr seht jetzt im Anschluss die ganzen Paintjobs mit den Hexcodes. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und es ist schon bald Wochenende. Wochenende. Okay, alles klar. Ciao, Jungs. Haut's rein. Crazy Mother.